Grüß euch mal wieder beim EDA in Tuntenhausen und unseren südkoreanischen Tuntraktoren. Heute haben wir für euch dabei, wieder mal am Pferdehof, unseren T475, eine 48 PS Dieselmaschine. TÜV-eigener Motor ist da drin, 2,2 Liter Hubraum, fährt 28 km/h schnell, hat einen kraftvollen Frontlader mit Parallelführung, mit Euroaufnahme, Schaufel mit drauf. Hinten eine normale Heckdreipunkt Cat 1. Der Frontlader bringt eine knappe Tonne in die Höhe. Hinten haben wir gute 1500 Kilo, eine Heckzapfwelle ist natürlich auch mit dabei. Heute in der Variante Hydrostatantrieb, dreistufig mit automotiven Fahrantrieb. Rußpartikelfilter haben wir drinnen, Eurostage 5, alles was so dazugehört. Servolenkung, Allrad, Differentialsperre, alles dabei. Dieses Modell kriegen wir als Hydrostat, als Schalter, als Kabinenvariante in beiden Antriebsversionen. Servolenkung haben wir natürlich, Handgas, Heckkraftheber mit Lageregelung, alles was man so braucht, ist mit dabei. Wir sind heute am Pferdehof, auch die Maschine in der Version ideal hier für den Einsatz, auch im Gartenlandschaftsbau gut einzusetzen oder in sonstigen Bereichen, wo man viel mit Frontlader arbeiten muss. Wir können die Maschine natürlich auch komplett für den Winterdienst ausrüsten. Wir haben eine kraftvolle 2-Zylinder Fronthydraulik für die ganze Maschine, kriegen wir vorne 1000 Kilo hoch. Wir haben eine Frontzapfwelle dafür, wenn wir irgendwelche Anbaugeräte entsprechend betreiben müssen. Hydraulikanschlüsse haben auch in ausreichender Zahl vorhanden, wenn man es braucht. Können wir voll ausstatten, wie gesagt, aus Kabine, voll klimatisiert, mit allem drum und dran, Radio und was dazu gehört.